Wie du dich mit Erzengel Metatron verbinden kannst an jedem Tag deines Lebens, was er genau für dich tun kann und wie du am besten von seiner Liebe und das komplett kostenfrei natürlich profitieren kannst, das erfährst du heute in diesem Video. Danach schauen wir gemeinsam ins Tagesorakel, beten miteinander und das alles kommt nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag, den 2.1.2022. Man muss sich erstmal noch dran gewöhnen, gell, an das neue Jahr. 2022 ist das Jahr 2021, liegt hinter uns, ein sehr ereignisreiches Jahr. Wie die Engel auch bemerken, Entschuldigung, ein bisschen ein trockener Hals gerade. Erzengel Metatron begleitet uns sehr intensiv. Ja, der Begleitengel für dieses Jahr ist Erzengel Michael. Das habt ihr aus meinem Channeling für 2022 ersehen können. Allerdings ist Erzengel Metatron auch wahnsinnig wichtig. Er ist, wie du vielleicht weißt, Erzengel und Seraphim zugleich. Seraphim sind die Engel, die direkt neben dem Thron der Urquelle stehen und das Licht der einen Quelle absorbieren, an die anderen Engel weitergeben, sind die ranghöchsten Engel. Und wir können auch heute übrigens zu den Seraphim Kontakt aufnehmen, aber wir kriegen nur eine Mini-Portion ihrer Energie, die aber sehr stark und intensiv für uns ist. Ich weiß, es ist wunderschön, von den Seraphim berührt zu werden. Aber Metatron ist gerade dabei, auf Hochtouren gemeinsam mit anderen sehr hochschwingenden Engeln, wie zum Beispiel Erzengel Christiel, der ein neundimensionaler Engel ist, die fünfte Dimension vorzubereiten. Wenn wir uns mit Metatron verbinden, wird er unsere Chakren anheben, er wird unser ganzes Energiefeld anheben, er wird uns in ungeahnte spirituelle Höhen führen und uns lehren, die Stimme der einen Quelle wieder zu hören, die Botschaften zu verstehen, zu wissen, welcher Führung wir folgen müssen und vieles mehr. Und darin ist Metatron einfach spitze, ne? Er ist quasi da der Engel, der Ansprechpartner, wenn es genau um diese Themen für dich und in deinem Leben geht, ne? Das ist ganz wichtig für dich zu wissen. Du kannst dich wirklich jeden Tag mit ihm verbinden und solltest es auch tun. Das rate ich dir ganz, ganz, ganz dringend. Ne? Also Metatron sollte jetzt überhaupt dein Hauptthema werden in diesem Leben. Mach es, mach ihn zu deinem Thema. Und wie du das machst, ganz einfach. Du findest oben in der Infobox einen kostenlosen Link, einen kostenlosen Artikel. In diesem Artikel, und das ist auch unten im Beschreibungstext, ne, beides. Dieser Artikel, in diesem Artikel findest du ein Erzengel-Metatron-Ritual, was du 21 Tage lang machen kannst und auch solltest, was dich ganz intensiv in sein Energiefeld, in sein Resonanzfeld bringt. Dann findest du ganz viele Affirmationen und Gebete, um dich noch tiefer und noch stärker mit seiner Energie zu verbinden. Also lies mal genau nach, schau dir diesen Artikel ganz genau an und empfehle ihn auch an andere Menschen weiter, wenn du das Gefühl hast, andere Menschen können diese Energie von Metatron auch gebrauchen. Ne? Denn es gibt ganz viele, die das, glaube ich, aktuell gut gebrauchen können, muss man mal so sagen. Ne? Also ich persönlich liebe die Metatron-Energie sehr. Sie ist wunderschön. Ne? Also sozusagen ran an die Tasten jetzt und dich mit ihm verbinden. Ich kann dir sagen, einfach mal reinklicken in den Artikel und reinlesen. Und du wirst merken, mit welcher Liebe du umgeben wirst, wie großartig Metatron dir auf deinem Weg helfen kann. Lass ihn einfach mal in dein Leben. Schau dir den Artikel an. Ich freue mich, wenn er dir gefällt. Und dann kannst du mir unter dem Artikel dann auch einen Kommentar da lassen. Auch da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und jetzt schauen wir gemeinsam ins Tagesorakel. Das erste übrigens für dieses Jahr, weil gestern haben wir keins gemacht, gestern haben wir gechannelt. Geht auch in diesem Jahr weiter, natürlich mit den Nomo-Karten der goldenen Zeit als allererstes. Und wir fragen wieder die urliebe Lichtquelle und unsere Engel, was sie uns für den heutigen Tag zu sagen haben, was sie uns mitgeben möchten, was sie uns mitteilen möchten. Wir schauen nach. So, dann schauen wir mal. Ne? Wir haben heute das Kreuz. Wir haben den Herrn und wir haben die Dame. Okay,
Wir haben heute einen sehr schicksalhaften Tag. Und zwar zeigt mir diese Konstellation besonders im globalen Sinne, dass sowohl, dass erstens sollten wir alle gucken, dass wir unsere männlichen und weiblichen Energien ins Gleichgewicht bringen, das ist mal das eine, aber eine männliche und weibliche Person, die ihrerseits sehr wichtig zu sein scheint, also die in wichtiger Position sind, die in wichtigen Machtpositionen sind und stecken, ebnen heute einen neuen Weg für die Zukunft. Dieser Weg, der heute von Ihnen geebnet wird, sagt uns durch das Kreuz eine harte und kurze Leidensperiode an. Ich finde es sehr positiv. Das heißt, die Leidensperioden der Vergangenheit gehen zu Ende. Es ist nochmal eine kurze und heftige Leidensperiode, die ansteht. Es wird also nochmal sehr heftig werden, was heute quasi durch diese beiden sozusagen Machtpersonen ins Leben gebracht wird. Ne? Das wird nochmal richtig heftig und sehr intensiv negativ, muss man halt leider tatsächlich so sagen. Aber letzten Endes nur von kurzer Dauer sein. Und das gefällt mir an diesem Orakel wieder besonders gut. Ne? Denn es ist schön, wenn endlich mal solche blöden Leidensperioden zu Ende gehen, oder? Da sind wir uns einig. Ne? Dann gucken wir mal hier noch ins Kraft der Engel-Orakel. So, und wir wollen auch hier nochmal schauen, manifestieren, die berufliche Veränderung und, schön, Erzengel Metatron. Ist es eine Synchronizität oder ist es keine? Also das ist der Hammer, ne? Erzengel Metatron kommt auch im Kraft der Engel-Orakel, wo er heute genau unser Thema ist. Also dies nur mal, bevor ich jetzt das Orakel weiter deute, nochmal für dich als Hinweis. Nutze diesen kostenlosen Artikel. Nutze das Ritual, die Gebete und Affirmationen, um dich mit seiner Kraft und Energie zu verbinden. Das ist wirklich wichtig. Also, wir werden, wichtig ist, dass wir, egal was hier passiert, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen weiterhin positiv ausrichten. Denn wir können was ausrichten. Wir können weiterhin zu großen, wunderbaren Veränderungen kommen und egal ob beruflich oder finanziell, materiell, wir haben auf jeden Fall die besten Möglichkeiten, tolle Veränderungen in unser Leben zu bringen. Und das eben insbesondere, wenn wir uns mit Erzengel Metatron verbinden. Binden finde ich gerade so ganz besonders wertvoll. Ne? Zumal es kommt gleich nach, bevor wir beten, noch eine kleine Überraschung als Änderung ab heute, denn Metatron unterstützt ja auch die Inligo und Kristallkinder in ihren Friedensmissionen. Und deswegen machen wir gleich noch was Besonderes. Aber das kommt gleich. Jetzt kommt erstmal noch das Engel-Orakel für die kleinen und großen Kinder natürlich. Das machen wir ja immer noch. Ne? Das kennst du ja. Das machen wir auch im Jahr 2022 selbstverständlich weiter hier. Auf Engel TV. Wir schauen nach, was wir da haben. Das Teilen, guck mal. Teile heute etwas mit jemand anderem. Und du kannst dir sicher sein, dann werden die Engel auch etwas mit dir teilen. Also wenn du etwas Schönes hast, das kann eine Freude sein, das kann eine Süßigkeit sein, das kann ein Spielzeug sein, dann teile es mit anderen Menschen. Und du wirst merken, wie viele Engel dich augenblicklich umgeben in dem Moment, wo du das tust, ne? Und benutze dafür diese Worte. Guck mal, diese Worte hier, sprich, wenn ich anderen etwas abgebe, bekomme ich immer etwas zurück. Das geschieht einfach automatisch. Wenn du von Herzen gibst, bekommst du automatisch etwas zurück. Schauen wir als nächstes ins Edelstein-Orakel. Natürlich, ne? Denn das ist ja auch ganz wichtig. Wir schauen nach, welcher Edelstein uns zum Jahresbeginn hier heute begleiten möchte. Wir haben den Angelied, also auch wieder die Engelenergie. Es ist ein guter Tag, um mich auch spirituellen Gemeinschaften wieder anzuschließen. Und was sollte mir da anderes einfallen als die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit, die ich dir auch im Beschreibungstext verlinken werde. Buche deinen Platz, sichere dir jetzt deinen Zugang zur spirituellen Gemeinschaft der neuen Zeit. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir in große spirituelle Wachstumsprozesse zu gehen. Und jetzt wollen wir wie immer miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen von Liebe und Licht jetzt an unsere Seite. Ich lade sie ein, mit uns gemeinsam zu beten.
geliebte urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns auf die Leidensperiode, die jetzt vielleicht noch ein Stück weit ansteht, vorbereitest. Uns hilfst, unsere Gedanken, unsere Taten und Worte in dieser Zeit dennoch positiv zu halten. Dass du mit deiner Liebe und Unterstützung an unserer Seite bist und uns hilfst, männliche und weibliche Energien im Gleichgewicht zu halten, uns in unserer Mitte zu halten, uns in unserem inneren Frieden zu halten. Und danke für die Zusicherung, dass diese Periode nur noch von kurzer Dauer ist. Danke, dass du uns hilfst, mit anderen Menschen zu teilen, ganz besonders den Kindern. So ist es. Alle Indigo-Kinder, aufgepasst. Ich werde jetzt noch eine Botschaft aus dem Orakel für Indigos von Charles und Ronan Virtue ziehen, um hier auch nochmal nachzuschauen, was die Engel dir über dieses wunderbare Orakel mitteilen möchten. Ich bin gespannt, was hier für die Indigos kommt. Denn ich bin jetzt selbst ein Scheitelpunktkind, eine Mischung aus Kristall und Indigo-Kind. Und deswegen ist die Botschaft auch für mich sehr wichtig. Teile deine Weisheit mit. Guck mal, ganz spannende Botschaft noch, die diese Karte dir mitteilt. Diese Karte möchte dich wissen lassen, dass die Neuerung in unserem Orakel, teile deine Weisheit, diese Karte möchte dich wissen lassen, dass du deine Weisheit mit anderen Menschen teilen solltest, was du in dir fühlst, was du in dir hast. Deine Verbindung zu den Engeln ist großartig und diese solltest du unbedingt, und das ist ganz wichtig, mit anderen Menschen voller Liebe teilen. Halte dich nicht zurück. Also ran, ne? Teilen mit anderen deine Weisheit. Die erste Botschaft und das erste Gebet aus dem Erzengel Michael Orakel heißt: Die Person, nach der du fragst, ist vertrauenswürdig. Also diese Karte zeigt mir vor allen Dingen, dass du vertrauenswürdige Menschen in deinem Umfeld hast. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn da kannst du dein Herz öffnen, da kannst du dich in Liebe mit verbinden. Vertrauenswürdige Menschen sind immer etwas ganz, ganz besonders Wichtiges für uns, nicht wahr? Also öffne dich, lass uns dafür beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr mir helft, Vertrauen zu haben, damit ich mich innerlich tiefer auf meine Beziehungen einlassen kann. Ich bin dankbar für euren Schutz, der dafür sorgt, dass nur vertrauenswürdige Menschen in mein Leben kommen. So ist es. Und die erste Erzengel Raphael-Botschaft ist, und das ist ganz, eine ganz tolle Synchronizität, ne? Guck mal, bleiben positiv. Finde ich super, weil das passt genau, egal was auf uns zukommt, bleibe du positiv, bleib in der Schwingung der Liebe. Das ist so unglaublich mächtig. Lasst uns dafür beten, dass wir es schaffen. Geliebte urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns allen jetzt hilfst und in dieser gesamten Zeit hilfst, optimistisch zu bleiben, in der Liebe zu bleiben. Und durch deine Führung, geliebte Urquelle, adäquate Schritte zu unternehmen, die unserer Gesundheit und der Gesundheit und der Heilung dieser Welt dienlich ist. So ist es. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in dein Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines Körpers, tief in deiner Seele. Und beschütze und behüte dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen. Udo Wolfmann. Tschüss.